Willkommen zurück zu Timberborn. Wir haben mal wieder Faulwasser und ja, gar nicht so viel Wasser daraus gepumpt, wie ich mir es ehrlich gesagt erhofft hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir beide Dinger hier gebaut haben und nicht bei einem geblieben sind. So, derweil wollten wir jetzt hier gerade eben hier diese ja, bodenverändernden Maßnahmen hier ergreifen. Ich bin auch ehrlich gesagt jetzt am Überlegen, ob ich jetzt hier anfangen soll, das Ganze jetzt hier so ein bisschen zu verschmälern und dann halt auch vielleicht eine Stufe nach unten zu gehen. Denn ich will jetzt nicht mehr unbedingt jetzt hier die volle Breite jetzt hier haben. Ne? Das haben wir jetzt halt hier eine Zeit lang gehabt. Aber hier will ich nicht mehr die volle Breite haben müssen. Das sehe ich irgendwie gerade eben nicht mehr so als richtig sinnvoll an. Deswegen werden wir jetzt hier mal gerade eben diesen Schritt jetzt hier schon mal unternehmen. Und, Entschuldigung, dann gucken, dass wir hier auch noch die eine oder andere Sprengung hier vornehmen. Denn wir wollen hier tiefer gehen. Und dann werden wir das jetzt hier auch noch entsprechend vorbereiten. Also wir wollen jetzt de facto hier ein bisschen tiefer werden. Oder wollen wir tiefer werden? Ne, wisst ihr was, wir wollen gar nicht tiefer werden. Was mache ich denn da? Ich habe mir das gerade eben nochmal angeguckt. Ich hatte erst so eine Idee und stelle jetzt gerade eben fest, dass diese Idee gar nicht so gut war. Aber das hier brauchen wir dann trotzdem. Und schmäler werden will ich trotzdem. Aber ich will es nicht, ich möchte nicht, dass es... So, Moment. Genau, dass es tiefer geht. De facto müssten wir eigentlich sogar noch fast höher werden. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wichtig für uns ist es erstmal, dass jetzt hier diese Nummer so läuft, wie sie jetzt gerade eben hier läuft. Hier kommen sie gerade eben noch wunderbar ran. So, und jetzt kann auch hier das Wasser hier nicht mehr runterdroppen. Wir werden das Wasser schon irgendwie da hinten hinbekommen. Keine Sorge, irgendwie bekommen wir das hin. Denn wir wollen ja schließlich da auch noch irgendwie auf den Hügel hoch. Rein aus Prinzip wollen wir das. Damit wir auf all das jetzt hier nicht mehr unbedingt so angewiesen sind. Ich habe mir übrigens Gedanken darüber gemacht, dass wir eigentlich, wenn ich mir das jetzt hier mal gerade mal so angucke, ne, es gibt keine Beeren als grundlegend notwendige Nahrungsmittel. Aber Ahorn gibt es. Wir werden hier nochmal eine Änderung vornehmen, so blöd es auch klingt. Ich werde das hier alles wieder nochmal wegmachen. Und dann nochmal, ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wir machen das jetzt hier einfach. Ich möchte hier Ahorn anpflanzen und dann hier den entsprechenden Ahornkram einlagern. Oh, guck mal, wir haben jetzt hier schon eine ganze Menge Kastanien. Das ist auch sehr, sehr cool. Jetzt müssen die halt erstmal hier wieder nachwachsen. Kastanien werden doch, glaube ich, auch einfach gebraten, ne? Auf dem Grill. Genau, gegrillte Kastanien. Der Knilch hier, der wird jetzt auch mal nochmal geleert, damit wir ihn nicht mehr haben müssen. Dann will ich jetzt hier nochmal einen weiteren Grill hier ermöglichen. Dann für die Kastanien. Das fände ich sehr, sehr schön, wenn wir das hinbekämen. Ah, cool, das ist jetzt hier auch fertig. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Dadurch haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen Wege jetzt hier gespart, hier in unserem kleinen Bergdörfelein. Da drüben fehlt mal wieder die Energie. Ja, aber jetzt geht's wieder. Ja, sie tun, was sie können, wie man so schön sagt. Oh. Hier arbeitet gerade auch keiner mehr. Das ist nicht gut. Wow. Hier unten gibt's gerade eben echt nicht genügend Leute. Ich deaktiviere mal gerade eben das jetzt hier noch. Dann haben wir wieder zwei Arbeitskräfte über. Oder jetzt können ja erstmal die Bäume wieder nachgepflanzt werden. Ne? Ich möchte natürlich nicht, dass die Bäume jetzt hier nicht nachgepflanzt werden. Natürlich wollen wir sie nachgepflanzt sehen. So, wie sieht es eigentlich aus mit diesem Haus hier? Sind alle ziemlich voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann müssen wir jetzt echt mal zuschauen, dass wir hier vielleicht sogar noch mehr Wohnraum hinbekommen. Trotzdem will ich erstmal die Nahrungssituation mir etwas genauer ins Auge nehmen. So, unabhängig davon. Moment, jetzt machen wir noch mal einen weiteren Grill. Und der Grill, wie gesagt, der macht dann jetzt hier die gegrillten Kastanien. Und dann brauchen wir aber auch wieder einen Lagerraum für gegrillte Kastanien, den wir momentan noch nicht haben. Aber
haben können. Ich denke, wir werden jetzt hier dann doch diesen Weg jetzt hier setzen. Also ich definiere jetzt hier erstmal, das hier soll nicht nachgepflanzt werden. Und das hier soll nicht nachgepflanzt werden. Weil wir jetzt hier wieder sprengen müssen. Und damit brauche ich jetzt aber auch wiederum die Dynamitfabrik. Die wird es auch wieder sehr, sehr wichtig. Oh, wir haben so viele Arbeitskräfte, dass inzwischen sogar schon Leute hier drin arbeiten. Geil. Das System funktioniert. Ich bin begeistert. Wir haben noch genügend Extrakt, wobei ich ein Fan davon wäre, noch mehr davon zu haben. Und ich muss auch das jetzt hier mal gerade eben wieder aktivieren, ne, damit wir wieder ein bisschen mehr Faulwasser haben, denn ja, Faulwasser ist gerade eben auch so ein Thema für sich. Ne? Da könnten wir auch mehr von haben. Damit sind jetzt hier noch 4 Jobs jetzt hier am Start. Ne? Wer ist da hier? Da sind Palladium, Markus, Buddy, Dice und Ate. Sehr schön. Wer wohnt eigentlich hier alles? Mastertaz, Luke, Treuherziger, Frank Schwingeweizen, Qua, Arathorn, Dice, Palladium, Markus. Und ein Thorn. Dann gucken wir mal. Oh, hier. Haben wir noch mehr von euch? Ja, es gibt euch inzwischen doppelt. Barbara Slanisch ist auch hier. Chio, The Turk, okay. Ich kontrolliere gerade eben nur, ob die Namen funktionieren, ne? Bis jetzt funktionieren sie immer. So, Moment, also wir haben jetzt hier genügend Sprengstoff. Wie gesagt, wir wollen hier 2 tief sprengen. Das können wir ja schon mal jetzt hier in Angriff nehmen, damit das jetzt schon mal gesetzt ist. Um dann die Wassersituation hier nochmal ein bisschen mehr in diese Richtung zu treiben. Und dann habe ich dadurch natürlich noch die Ausrede, hier weitere Lagerplätze jetzt hier zu setzen. Was mich jetzt wiederum dazu führt, dass ich... Wir werden den Weg hier dadurch jetzt hier wieder verändern müssen. Sammeln wir mal gerade eben ein. Werden wieder das jetzt da hinsetzen. So. Und dann setzen wir jetzt hier noch die Sprengladungen da und dahin. Und jetzt sind sie wieder ordentlich beschäftigt. So, der hier ist jetzt wieder am Starte. Irgendwie hat sich hierum noch keiner gekümmert. Das werden wir nachher machen. Ahorn, genau. Ich will hier eigentlich Ahorn haben. Aber ihr seht, es geht gerade eben nur bedingt. Ja, da muss ich noch kurz warten. Bis das jetzt hier erstmal alles wieder eingesammelt ist. Ah, hier kann ich nochmal eine Sprengladung setzen. Ich sag mal gerade eben, komm, mach mal ganz, ganz kurz hier die... Ah ne, sie sind schon an den Karotten dran. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann muss ich hier gar nichts beschleunigen. Müssen sie es nur noch voll einsammeln. Wunderbar. Wie lange braucht eigentlich diese Pflanze noch? Die ist bei 79%, aber ich würde es trotzdem gerne eingesammelt haben. Das wäre sehr, sehr nett. Die kommen hier gar nicht hinter rein, ich sag's euch. Also wir sind immer noch komplett voll. Ne? Die Karotten sind unglaublich schnell am Wachsen. Also das... Es kann nicht stimmen, dass das nur 4 Tage sind. Da irrt sich das Spiel. Das geht in meinen Augen deutlich schneller. Jetzt müssen sie das ja nur noch einsammeln. Aber sie tun es nicht. Schade. Warum eigentlich nicht? Sie sind eigentlich nicht voll. Sie sind nur ausgelastet, wie ich gerade sehe. Ah, und der ist jetzt hier auch ready. Schön. Ah, da wurde gesammelt. Sehr schön. Und jetzt sammeln sie auch das hier noch. Ich glaube, ich werde die Sprengung mal besser erst des Nachts machen, weil das ist sicherer. Für die Biberchen. So, hier fehlt noch der Sprengstoff. 3 Sprengstoff fehlen noch. Ja, der wird halt gerade eben erst produziert. Was soll man dazu sagen? Es ist, was es ist.
Da noch ein Sprengstoff und da noch ein Sprengstoff. Wunderbar. Dum, 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 dum. Der letzte Sprengstoff existiert noch nicht. Dagegen kann ich aber auch relativ wenig machen. So, jetzt... Freunde, seht mal zu, dass ihr nach Hause geht. Sie alle ins Bauernhaus gehen und die Fressalien wegfuttern. Also, wir sprengen jetzt hier. Gut, und damit können wir schon mal das hier da hinsetzen. Hier setzen wir diesen Weg dahin. Das hier kommt da weg. Da weiß ich noch gar nicht, was ich da hinmachen soll, ehrlich gesagt. Und dann machen wir ein weiteres Lagerhaus. Immerhin eines geht. Und da möchte ich dann die gegrillten Kastanien drin haben. Die übrigens schon gegrillt werden. Also, wir haben es jetzt hier geschafft, teilweise hier in dieser Siedlung auf eine 18er Wohlbefinden-Situation hochzukommen. Das Dynamit existiert. Sehr schön. Der kommt immer wieder an alles ran. Das ist sehr, sehr großartig. So, Moment, dann sprengen wir mal gerade eben noch das hier. Solange kein Biber direkt drüber läuft, passiert ja da auch nichts. So, der Weg ist wieder da. Gut. Und guckt mal, wie grün dadurch jetzt hier alles geworden ist. Es wurde noch grüner. Ich schicke mal jetzt hier Wasser noch mit rein, wenn es geht. Mit Betonung auf, wenn es geht. Ne? Noch fehlen uns Sachen. Jede Menge Sachen fehlen uns hier. Ich glaube, dass wir hier echt nochmal ein weiteres Bauernhaus setzen sollten. Irgendwie. Ich bin mir noch unschlüssig, wie wir das machen wollen, aber es muss irgendwie machbar sein, sodass es hier alles nochmal abgefarmt wird. Und ich möchte dafür sorgen, dass hier das Faulwasser nicht mehr so eine große Rolle spielt, ne? Dass ich diese Grünfläche hier noch nutzen kann, dass der Boden nicht so vergiftet ist. Aber das ist alles gerade eben auch noch eher Science Fiction. Ah, jetzt machen sie hier wieder die Sonnenblumen. Verstärkt. Dann lassen sie mal machen. Endlich ist das hier weitgehend weg. Ach so, warte mal, die habe ich ja auch noch gar nicht. Irgendwas ist ja immer. Also gut, dann kommt jetzt hier der Ahorn. Den können wir hier auch schon mal machen. Oh, den habe ich gerade eben auch übersehen, wie ich gerade eben realisiere. So, weg mit. Dann, wie gesagt, nochmal den Ahorn. Gehen wir schon mal an diese Sache ran. So. Ich finde es irgendwie so lustig, dass diese kleinen Büsche sich dann doch irgendwie trauen, sich von alleine fortzupflanzen. Also die breiten sich von alleine aus. Das ist eine der wenigen Dinge in diesem Spiel, die sich wirklich von selbst ausbreiten. So, wir aktivieren ihn jetzt hier kurz. Wir deaktivieren ihn kurz und setzen ihn hier mal ganz nach oben. Dann ist Buddy jetzt hier drin, kann hier diese Pflanzen jetzt hier anpflanzen. Und dann brauchen wir aber später dann noch sowas wie einen Sammler. Nee, Quatsch. Eine Zapferhütte. Genau, eine Zapferhütte brauchen wir. Und ich denke, dass ich einen Weg finden sollte, hier auch nochmal ein paar Kiefern anzubauen. Das Doofe an der ganzen Sache ist bloß, dass wir dafür hier Wasser bräuchten. Ja, wir brauchen hier Wasser. Ich sehe kaum einen anderen Weg, als hier nicht auch noch rüber zu sprengen. Aber ich habe jetzt nicht vor, diese Felder jetzt hier damit hier zu belästigen. Ich mache das mal ausnahmsweise so. Begründung. Ne? Ich möchte natürlich hier diese natürliche Grenze jetzt hier noch beibehalten. Dann werden wir das hier noch so gestalten. Und ja, eigentlich muss ich das dann hier auch... Ja, wir brauchen auch diese Fläche. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal arbeiten. Wir können ihn später wieder neu setzen.
Wir können ihn später wieder neu setzen. Kriegen wir schon hin. Auf die eine oder andere Art und Weise kriegen wir das schon hin. Dann kriegen wir diesen gesamten vermaledeiten Berg grün. Zumindest mit ein bisschen Glück. Mhm. Ja, diese Stelle hier, die werden wir nicht grün bekommen. Da hätte ich irgendwie anders planen müssen. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht wie. Ne? Der Platz ist jetzt hier schon ziemlich gut ausgenutzt. Boah, noch 14 Tage. Das ist echt noch eine ganze Weile hin, ey. 121 Kastanien. Sind die Kastanien schon wieder nachgewachsen? Nee. Nee, die brauchen noch eine Weile, wie mir scheint. Aber jetzt sehen wir das mal zu, ne? Wenn die nämlich jetzt hier diesen gegrillten Kastanienlagerraum voll ausnutzen, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich wichtig, dass der hier nicht so voll ist, wenn der hier voll wird. Und wenn der komplett voll ist, dann wird auch irgendwann der noch voll, weil sie nicht mehr verarbeitet werden. Also wenn es sich irgendwann mal staut, dann natürlich im Endprodukt. Wenn es sich staut, wohlgemerkt. Hier wird eine Menge gesprengt. Oh Mann. So, wie weit sind wir hier? Oh, wir haben es natürlich schon so weit gebracht. Jetzt können wir das jetzt hier noch wegmachen. Und die Plattform machen wir hier weg. Ich hätte natürlich auch einfach dann jetzt so ein System setzen, also einfach das abdichten können, ne? Aber ich möchte das so nicht machen. Ich bleibe dabei, dass ich natürlich das System fortfahre, das wir bis jetzt hier so gefahren sind, und das sind nach wie vor unsere schönen Deiche. Ich bin echt gespannt, wie er die Verengung das hier machen wird. Ich hoffe, das wird kein allzu großes Problem. So, und wo wir jetzt gerade eben dann hier sind, wir setzen den da jetzt noch hier hin. Dann muss ich hier eine einzelne Ebene sprengen. Klingt komisch, ist aber so. So, drei. Und dann noch eins obendrauf. Und dann können wir, ich guck mal gerade eben, wie weit geht das? Ja, das ist eigentlich recht so, wie es ist. Hier kommt man momentan noch nicht ran. Das werden sie aber noch, keine Sorge. Da müssen sie sich jetzt erstmal ranwurschteln. Hier ist das Wasser noch in Ordnung. Der ist jetzt wieder ready. Also ich kann ihn wieder wegmachen. Jetzt kommt wieder der Schritt, Leute. Na, wenn wir da ran wollen, müssen wir natürlich jetzt auch... Also wenn wir das Wasser hier weiterführen wollen, müssen wir auch diese Sprengung vornehmen. Führt keinen Weg dran vorbei. Und ich denke, wir machen dann eine Veränderung der Wegführung. So hin... beziehungsweise ich realisiere gerade eben, ich muss das vielleicht gerade eben hier gar nicht alles komplett in der Größe haben. Das reicht ja völlig, wenn das Wasser... diesen schmalen Pfad hier entlang geführt wird. Moment, ich zeige euch mal gerade eben, was ich meine. Und dann ziehen wir das jetzt hier so rüber. Und dann könnte man es hier nochmal, aber es, das ist alles wieder so doof. Also weiter als so komme ich erstmal nicht. Ne? Ich will halt das Wasser hier komplett entlang führen. Das ist das, was ich damit sagen will. Und ich glaube tatsächlich, dass ich deswegen hier die hier dann doch nicht so brauche. Nee, ich brauche die hier so nicht.
Wir können das hier nochmal wieder einsammeln. Wir können das hier nochmal einsammeln, dann haben wir nochmal ein bisschen Mats übrig. Aber halt, oh Gott, ich bin so doof. Ja, das war jetzt gerade eben so richtig schön sinnlos, was ich hier gerade eben gemacht habe. Also wir werden hier... Natürlich sprengen wir so weit, wir können den Weg hier entlang. Weil das ist der Ort, wo wir dann am allermeisten Platz sparen. So, so viel dazu. So macht das jetzt in meinen Augen am meisten Sinn. Und der Rest muss jetzt halt wieder eingesammelt werden. Dann könnt ihr es gleich wieder neu machen. Ja, war ein Planungsfehler, tut mir leid. So, okay, hier machen sie derweil auch weiter. Da mangelt es nicht an Metall, da mangelt es nicht an Brettern. Rein nominell muss es nur jemand tun. Es muss nur jemand tun. So. Ach so, das natürlich, das habe ich gesprengt, aber natürlich nie finalisiert hier an der Stelle. Den Wasserstandsmesser brauche ich ja auch nicht mehr, habe ich mich dazu entschieden. Ich habe mir gedacht, ich mache hier vielleicht ein Loch rein, aber nein. Vielleicht können wir später dann noch irgendwie eine Statue hinmachen oder so für die Leute, die da arbeiten oder vorbeikommen. Damit sie hin und wieder mal so ein paar kleine Boni einsacken. Ich lebe damit. Ja, ich wäre jetzt dann schon ein Fan davon, wenn ihr das jetzt hier auch mal machen würdet, Freunde, ne? Ich möchte hier ja vorankommen. Gewisse Arbeiten möchte ich halt einfach schneller gemacht haben. So, da klöppeln sie es. Sehr schön. Es gibt wieder Kastanien, wie ich realisiere. Dann das Thorn sie gleich mal einsammeln. Fusel, Fusel, Fusel. Die sind bis heute nicht hier hingekommen. Ey, ganz im Ernst. Also dann brauche ich aber auch nicht sagen, dass die Dinger hier schneller wachsen sollen. Ne? Das ergibt leider relativ wenig Sinn. Weil solange das da hinten nicht geerntet wird, und es wird trotzdem sehr, sehr schnell geerntet. Ne? Ihr seht, wir sind komplett voll, was Sonnenblumenkerne angeht. Oder wir waren es zumindest kurz. Jawohl. Also unsere Industrie ist wieder am Leben. Das ist mehr, als ich erwarten konnte nach dem Katastrophen-Totalausfall, der jetzt vor einer Woche ungefähr war. Eieieiei. Noch 9 Tage und da unten wird das Wasser knapp. Das wird wieder hart, ich sag's euch. Ich stopp mal gerade eben hier den Wasserverbrauch noch einmal. Ganz im Ernst, ich muss jetzt hier den Wasserverbrauch regulieren. Ich darf nur nicht vergessen, ihn wieder einzuschalten. Also gut, wir sprengen mal gerade hier. Ich hoffe, keiner kommt vorbei. Wunderbar, dann können wir das jetzt hier auch wieder setzen, ne? Das wird dann hier wieder unser... Das wird der offizielle Weg dann werden. Dann machen wir gerade eben das hier nochmal weg. So. Und dann hätte ich ganz, ganz gerne, dass ihr diesen Weg hier sehr schnell macht. Denn wir haben ihn gerade eben nicht mehr. Und auf einmal wird es grüner. Yep, das ist doch eine coole Sache. Wobei es scheint hin und her zu schwappen. Man sieht richtig, wie das Wasser hin und her schwappt in der Höhe. Und dadurch, dass ihr vor und zurück geht. Das ist geradezu drollig. So, ich würde mal auch mal was gucken, wegen der Erdaushubarbeiten. Das hier kostet mich 1000, aber ich habe immer noch nicht genügend Wissenschaftler. Wobei,
Nominell könnte man Wissenschaftler haben. Ich reduziere jetzt hier mal die Anzahl der Wissenschaftler auf 2. Dass wir zumindest einen Grundstock an Wissenschaft jetzt hier wieder produzieren. Ne? Es muss ja nicht sein, dass die jetzt hier die ganze Zeit auf volle Power laufen, aber ein bisschen Wissenschaft wäre schon nett. Okay. Brauchen wir mehr Weizen? Nein, das brauchen wir nicht. Wir haben genügend Kartoffeln, wir haben genügend Beeren, Kastanien haben wir jetzt hier auch schon genügend, die jetzt hier gegrillt sind. Karotten haben wir auch genügend. Also unsere Nahrungsmittelsituation wird nach wie vor einfach nur besser. Das heißt, wenn wir genügend Nahrungsmittel haben, jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir einmal hier quasi die Wasserbottiche voll bekommen. Dann kann ich mir, also wenn ich weiß, dass es mit den Wasserbottichen funktioniert, kann ich mir auch mehr Biber leisten. Aber im Moment schwierig. Hier haben wir wieder einen Arbeitslosen hier unten. Yep. Ich erhöhe mal gerade eben hier und mach das mal so. Die Wichtigkeit dieses Jobs wird reduziert. Wir können das hier mal wieder pausieren. Dadurch haben die wieder 3 Arbeitslose. Ich sag mal gerade eben, sammel du hier mal gerade immer wieder dieses Fichtenharz ein. Immer noch 2 Arbeitslose. Jetzt sind sie nicht mehr arbeitslos und arbeiten trotzdem nicht. Das ist die Situation. Weil es nichts zu tun gibt. Gut, sie kommen voran. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich hier noch irgendwas anbauen möchte. Weil man käme ja ran. Weizen, Kartoffeln, Sonnenblumenkerne. Aber keines meiner Felder hier ist... Oh, sie haben es dann doch jetzt hier mal gemacht. Keines meiner Felder hier ist momentan ausgelastet. Beziehungsweise arbeiten sie jetzt doch schnell. Ich glaube, sie haben jetzt diesen kleinen Bonus jetzt hier noch bekommen. Genau, bei Wohlbefinden 15 haben sie das bekommen. Es ist bei 17. Dadurch ist die Lebenserwartung immer noch relativ hoch. Aber er hat Bienenstich. Was? Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Bienenstich... Also, bis jetzt sehe ich... Das Spiel kommuniziert das mit den Bienen wirklich sehr katastrophal, um es mal so zu sagen, ne? Ich meine, mich wundert es nicht, dass es nicht geil findet, von einer Biene gestochen worden zu sein, aber das Spiel kommuniziert das auf eine sehr fragwürdige Art und Weise, was dieses Teil kann. In meinen Augen kommuniziert es nur Nachteile, obwohl man meinen sollte, dass es Vorteile hat. Ich denke, ich erweitere jetzt hier nochmal die Kartoffelfelder. Ich meine, warum nicht? Dann haben wir mal diese gesamte Fläche dort oben noch ausgenutzt. Und wenn es nach mir geht, ne, also wir sind natürlich noch lange nicht so weit. Geländeblock, oh, das wird teuer. Das wird teuer. Wie geht's denen hier? Die haben schon überraschend viel Metall jetzt hier abgegraben. Holy moly. Ich glaube, ich muss mal demnächst mal anfangen, hier dann mir doch Gedanken darüber zu machen, wie man hier runterkommt. Ich glaube, ich führe das Wasser jetzt hier einfach drumherum. Ich möchte Zugang zu diesem Teil hier bekommen. Haben sie lange genug rumgedödelt, was das angeht. Also nachdem wir jetzt hier das hier gemacht haben, wohlgemerkt. Natürlich sollen sie das jetzt hier erstmal noch finalisieren. Und ihr seht, es geht auch gerade eben ganz, ganz gut. Aber sobald die Faulwassersaison weg ist, denke ich, wollen wir jetzt endlich an das Ding hier ran, bevor wir da hinten uns jetzt hinquälen. Also ich denke, dass es vom Aufwand her ähnlich schwierig wird. Das hier muss halt nur trockengelegt werden.
Und ich habe ein, zwei Ideen, wie wir das hinbekommen können. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Ja, das irgendwie ist das Problem. Es ist halt schon echt knifflig, da ranzukommen. Aber nicht unmöglich. Es gibt mehrere Wege, wie wir das machen können. Und wir werden es erstmal mit Sprengungen und so weiter und so fort versuchen. Aber das sind alles so Dinge, Leute, über die mache ich mir in der nahen Zukunft Gedanken. Ne? Hier, diese Bäume brauchen wir gerade eben nicht. Die können einfach weg. Ja, ich weiß, ich könnte aus ihnen auch Holz gewinnen. I don't care. Das sind Birken und Birken sind unter unsere Würde. So, es würde mich übrigens freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und Ade.